Erwin Pogundke, geboren 22. Januar 1971 in Essen, wohnhaft in Essen, ledig, gelernter Maler, zuletzt arbeitslos, seit dem 27.05.2008 in Untersuchungshaft in der JVA Essen. Zwischen dem arbeitslosen Angeklagten und dem ebenfalls arbeitslosen Manfred Meinusch kam es am 26.05.2008 gegen 21.30 Uhr an der Imbissbude bei Olaf in Essen zu einem heftigen Streit. Als Manfred Meinusch dem Angeklagten drohte, ihn wegen Schwarzarbeit anzuzeigen, ergriff der wütende Angeklagte unvermittelt die Bierflasche, aus der Manfred Meinusch gerade trank, zerbrach sie am Tisch und schlug sie Manfred Meinusch in das Gesicht. Nachdem Manfred Meinusch unter der Wucht des Schlages zu Boden gegangen war, prügelte der Angeklagte mit Händen und Füßen auf ihn ein. Erst als er die Polizei hinzukommen hörte, flüchtete er. Manfred Meinusch erlitt zahlreiche Schnittwunden im Gesicht, die wie beabsichtigt bleibende, entstellende Narben hinterließen, eine Prellung der 5. und 6. Rippe rechts und zahlreiche Hämatome am ganzen Körper. Er verlor außerdem einen Schneidezahn, einen Eckzahn und zwei Backenzähne und erlitt einen linksseitigen Kieferbruch. Der Angeklagte wird somit der absichtlichen schweren Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223. Herr Pogundke, wollen Sie sich zu der Anklage äußern? Ja, sicher, ich lasse mich von Manni doch nicht verarschen hier. Wieso meinen Sie denn, dass der Herr Meinusch Sie verarscht? Ach, das ist doch ein Riesenkomplott. Ich meine, diese ganze Meinusch-Sitzschaft, ja? Die haben sich gegen mich verschworen. Ich sag Ihnen mal was, ich war's nicht, ich hab nichts gemacht, ich bin unschuldig. Und jetzt beruhigen wir uns zum ersten Mal. Zum zweiten, dann erklären Sie mir doch mal bitte, wie ist denn so Ihr Verhältnis zum, wie heißt der mit Vornamen, Manfred Meinusch? Ja, der Manni und ich sind nicht die besten Freunde, aber gut, wir haben uns ab und zu beim Olaf im Imbiss getroffen. Manchmal streiten wir uns auch, aber deswegen richte ich ihn noch nicht so zu, hau ihm eine Bierflasche in die Fresse rein. Doch, denn an diesem Abend ist der Dauerstreit zwischen Ihnen beiden endgültig eskaliert. Ach, Blödsinn. Ist es nicht so, dass Sie schon seit längerem ein Auge auf Frau Gerda Meinusch geworfen haben, die ebenfalls an diesem Imbiss arbeitet und die Ehefrau von Manfred Meinusch ist? Was heißt ein Auge drauf geworfen? Ich finde sie ganz nett. Ja und, mehr nicht. Ich war auch mal nett zu ihr, aber mehr aus Eigennutz, dass ich mein Bierchen umsonst kriege. Und dass der Manni deswegen so eifersüchtig ist und so ausrastet, da kann ich doch nichts für. Der Streit ist eskaliert, denn Herr Meinusch hat Ihnen damit gedroht, Sie beim Arbeitsamt hinzuhängen, wenn Sie weiterhin seine Frau anbaggern und es nicht sofort unterlassen. Ich habe nichts gemacht, ich arbeite in die Schwarz, sie hätten mich gar nicht anschwärzen können. Apropos Schwarz, ich meine, ist es nicht so, das habe ich gehört, dass Sie neben Ihrem Hartz-IV-Einkommen nach wie vor weiterhin Ihren erlernten Beruf als Malermeister ausüben? Ich arbeite nicht schwarz. Ich bescheiß das Amt nicht, ja? Gut, also ich glaube, das können wir aber auch abkürzen. Das Ermittlungsverfahren gegen Sie wegen Schwarzarbeit, das ist ja eingestellt worden mangels hinreichenden Tatverdachts. Genau, mein Reden, ja. Und ich hätte ihn ganz genauso anschwärzen können. Womit? Ja, der Manni lebt genauso wie ich von Hartz-IV, fährt mehrmals aber im Jahr in Urlaub in die Karibik. Da frage ich Sie doch, wie kann er sich das leisten? Manni! Manni, warte mal. Hey, Bruder, was ist los? Bist du in die Sportler gegangen? Ah, sehr witzig. Aber gut, dass ich dich noch vor der Verhandlung erreiche. Was gibt's denn so Dringendes? Ich habe heute Morgen Anruf gekriegt. Wir sollen wieder ab in die Karibik. Tropical Breeze. Nächste Woche soll's losgehen. Aber Manni, ich will da nicht mehr hin. Nie wieder, verstehst du? Du weißt, ich will da auch nicht hin. Aber wir haben keine Chance. Wir müssen beide dahin. Du weißt das ganz genau, dass wir dahin müssen. Und was ist, wenn wir da bleiben, so wie Kovi? Mensch, Axel, das passiert uns doch nicht. Beruhige dich erstmal. Ich habe jetzt keinen Nerv dafür. Ich muss jetzt erstmal zur Verhandlung. Ich muss eine klare Birne haben, sonst sage ich nachher noch was Verkehrtes. Ja, na gut, dann lass uns kommen. Ich meine, das Geld muss aus dubiosen Kreisen doch kommen. Das liegt doch auf der Hand. Der Herr Meinusch ist Hartz-IV-Empfänger, fährt aber mehrmals im Jahr im Urlaub. Das heißt, er muss sich das Geld dafür doch irgendwo besorgt haben. Und ich bin mir sicher, dass diese Geldquellen mit seinen Verletzungen in Verbindung stehen. Ganz genau, richtig. Und ich soll's ausbaden. Er hat irgendwie Dreck am Stecken, aber nicht mit mir. Also jetzt hören Sie doch mal auf. Diese dubiosen Kreise sind doch nur ein Ablenkungsmanöver Ihrerseits, weil Ihnen Argumente und Beweise fehlen. Schließlich belasten Sie nicht nur das Opfer, sondern auch noch zwei weitere Zeugen, ganz eindeutig. Ist doch klar, die stecken alle unter einer Decke. Wahrscheinlich profitieren die alle von der Kohle. Gut, ich glaube, so kommen wir erstmal überhaupt nicht weiter. Wo waren Sie denn am Abend des 26. Mai? Hm? Ja. Waren Sie da an dem Imbissstand? Ja, fast wie jeden Abend, klar. Um 21 Uhr, als die Gerda sauber gemacht hat, dann bin ich eigentlich nach Hause gegangen und so. 21.30 Uhr, als das passiert sein soll, war ich daheim alleine, Fernsehen geguckt und ein Bierchen getrunken. Das kann also keiner beweisen. Nein, natürlich nicht, nein. Und ich kaufe mir keine Zeugen, wie der Manni das macht oder stifte andere zum Lügen an. Hat noch jemand Fragen an den Angeklagten? Dann dürfen Sie da drüben Platz nehmen. Wir treten die Beweisaufnahme ein. Manfred Meinusch, bitte. Meinusch, guten Tag. Nehmen Sie bitte Herr Platz. Zunächst die Belehrung. Sie müssen als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Einzig auf Fragen, wo Sie sich selbst belasten könnten, können Sie Auskunft verweigern. Ja.
Sie heißt Manfred Meinusch, 45 Jahre alt. Sie wohnen in Essen. Sie sind verheiratet, ohne Berufsausbildung, also auch arbeitslos im Moment und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Ab wann waren Sie denn an dem 26. Mai bei Olafs Imbiss? So ab 17 Uhr, wie jeden Tag. Meine Frau, die Gerda, die arbeitet da und ich treffe mich da mal mit ein paar Kumpels. Wie lange waren Sie denn da? Ja. So um 21 Uhr hat die Gerda den Laden zugemacht, dann musste sie noch putzen und sauber machen. Ja, ich habe mir dann noch in Ruhe ein Feierabendbierchen gegönnt, aber da ist mir der Geschmack ja gleich vergangen, weil da kam der ja schon wieder da angewackelt. Wann waren das? So 21.15 Uhr. Das stimmt doch gar nicht. Ich war 21 Uhr weg, als Gerda sauber gemacht hat. Ja, dann bin ich nach Hause. Schwachsinn, du bist da gerade erst gekommen. Du hast gedacht, ach, der ist bestimmt nicht da, da kannst du die Gerda nach Schichtende schön anbaggern. Aber das war ihm auch scheißegal, dass ich da war. Baggert er doch gerade vor meinen Augen die Gerda an. Was heißt anbaggern? Ich war nur mal nett zu ihr. Das solltest du auch mal sein. Nett zu deiner Ehefrau. Erzähl doch nichts. Ey. Du hast sie vom Allerfeinsten angebaggert. Haben Sie auf diese angebliche Anmache denn irgendwie reagiert? Ja, sicher. Ich bin zu dem hin, hab ihm gesagt, klipp und klar, er soll die Griffe von meiner Gerda lassen. Und ansonsten, wenn er nicht lässt, dann passiert was. Und wie hat Herr Pogunke darauf reagiert? Also, hä? Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich mach, was ich will. Ja, daraufhin habe ich mir gezeigt, wo der Hammer hängt. Der denkt ja wohl, er hat Narrenfreiheit. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie jemanden zeigen, wo der Hammer hängt? Ja, ich bin zu ihm hin und habe ihm gesagt, wenn du noch einmal die Gerda verkehrt anschaust, dann scheiße ich beim Arbeitsamt an. Daraufhin ist er total ausgeflippt. Hat er meine Bierflasche geschnappt, hat die am Tisch kaputtgeschlagen und hat sie mir mitten ins Gesicht gedroschen. Ich bin dann zum Boden gegangen und hat nur noch Sternchen gesehen und hatte so einen Blutgeschmack im Mund. Wir kommen gleich die Tränen. Ich weiß nicht, wer dir die Fresse poliert hat mit der Flasche. Ich war es auf jeden Fall nicht. Wie auch immer, jedenfalls steht ganz klar fest, dass Sie durch die Scherben dieser Bierflasche hier im Gesicht verletzt worden sind. Ich habe das ärztliche Gutachten hier, das kommt hier mit zur Verlesung. Sie haben tiefe Schnittwunden im Gesicht erlitten. Diese werden, schreibt hier der Arzt, wahrscheinlich nicht mehr vollständig verheilen und Narben zurücklassen. Außerdem haben Sie einen linksseitigen Kieferbruch erlitten und einen Schneidezahn, einen Eckzahn und zwei Backenzähne verloren. Da steht auch, dass Sie noch zahlreiche Hämatome am ganzen Körper erlitten haben. Kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, aber wir haben ja hier ein Bild, da ist es ganz gut zu sehen. Außerdem eine Prellung der vierten und fünften Rippe rechts. Wie kam es denn dazu? Ja, als ich dann am Boden lag, da hat er mit Händen und Füßen auf mich eingetreten. Aber plötzlich hat er aufgehört. Ich weiß nicht, ob ein Auto gekommen ist oder ob jemand gehört hat. Ja, eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife hat angehalten und die Beamten sind ja dann sofort zu Ihnen gelaufen. Ja, aber den Erwin haben sie nicht geschnappt. Der war natürlich schon über alle Berge. Das waren Schmerzen, sage ich Ihnen. Mir hat eine Woche lang der Kopf gedröhnt und mit dem Essen ist seitdem auch ganz schön mau. Ach, mach's wieder auf Mitleid hier. Der will doch eh wieder nur Kohle rausschlagen hier, ja? Dabei ja, hat er links die fette Kohle gebunkert. Aber Grund, jetzt lassen Sie das bitte schön mal. Wir sind in einer strafrechtlichen Hauptverhandlung. Hier geht's gar nicht um Schmerzensgeld oder solche Dinge. Das weiß er doch nicht. Ach, du Schwachmat, ey. So, ich will jetzt von Ihnen beiden keine Beleidigung mehr hören. Haben wir uns da verstanden? Dennoch möchte ich jetzt gerne mal auf die finanzielle Situation von Ihnen zu sprechen kommen, Herr Meinusch. Von was leben Sie eigentlich? Hat's hier? Können Sie sich davon ein Auto leisten? Wieso? Weil du seit 4 Wochen ein Auto hast und das komischerweise immer versteckst. Ach, ich versteck doch gar nichts. Das Auto, das ist eine alte Schrottmühle, das hat so gut wie nichts gekostet. Und wie sieht's mit Urlaubsreisen aus? Machen Sie sowas? Ich? Nein. Nein? Nein. Warum bist du ein paar Wochen im Jahr verschollen? Ich weiß gar nicht, von was der da erzählt. Ich bin noch nie aus meinem ganzen Leben aus Essen-Krai rausgekommen. Ach, nee. Und im Winter? Warum bist du da teilweise so pissbraun? Kannst du mir das mal sagen? Hast du schon mal was von Solarium gehört, du Spinner, du? So, jetzt haben meine, jetzt reicht's mal wirklich. Ich will keine Beleidigungen hören. Ja? Entschuldigung, aber das regt mich tierisch auf, wenn der so einen Schwachsinn da labert. Der will doch nur nicht zugeben, dass er mich krankenhausreif geschlagen hat. Oh. Sagen Sie mal, Herr Meinusch, haben Sie eigentlich vor irgendjemandem Angst? Ich habe vor gar keinem Angst. Frage ich mich allerdings, warum Sie so lange gezögert haben, meinen Mandanten anzuzeigen. Gezögert? Das haben die beiden Streifenpolizisten berichtet, die Sie gefunden haben. Nein, ich musste erst mal klar wieder in der Birne werden und dann habe ich ihn auch angezeigt. So war das gewesen. Das glaube ich Ihnen nicht, Herr Meinusch. Ich bin mir sicher, dass Sie deshalb so lange gezögert haben, weil Sie Angst vor dem wahren Täter haben. Sie wussten ganz genau, dass Sie diese Person nicht bei der Polizei hinhängen dürfen, weil Ihnen dann noch viel Schlimmeres passieren würde. Und deshalb haben Sie die Zeit gebraucht, um sich die Geschichte mit meinem Mandanten auszudenken. Genau. Und natürlich, um Ihre Frau und Ihren Bruder einzuweihen, damit Sie glaubwürdig rüberkommen. Meine Frau, die Gerda, und mein Bruder Axel, die sagen das aus freien Stücken aus. Die haben doch stets mitgekriegt, wie der mich zugerichtet hat. Ja, da. Das werden wir ja noch sehen. Noch irgendwelche Fragen? Keine Fragen, danke. Dann dürfen Sie ja hinten Platz nehmen. Hören wir uns mal Ihre Frau an. Gerda Meinusch, bitte schön, der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Meinusch, guten Tag. Nehmen Sie doch bitte mal hier Platz. Dann muss ich Sie zunächst mal belehren. Als Zeugen müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen.
Auf Fragen, wo sich selbst belasten würden oder auch Angehörige, da können Sie schweigen. 55 StPO. Sie heißen Gerda Meinusch, 38 Jahre alt. Sie wohnen in Essen, Sie sind verheiratet, Sie sind Angestellte einer Imbissbude. Und mit dem Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert. Richtig. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind ja bei dieser Imbissbude bei Olaf angestellt. Haben Sie auch am 26. Mai gearbeitet? Ja, von mittags um 12 bis abends um 9. Und um 9 habe ich dann die Bude dicht gemacht. Und waren Sie zu dem Zeitpunkt allein an dem Imbiss? Nee, mein Mann, der Manni, hat noch ein Bierchen getrunken und gewartet, bis ich fertig bin mit Putzen. Und so gegen Viertel nach kam hier noch der Erwin angedackelt. Stimmt doch gar nicht. Ich bin um 21 Uhr abgehauen, als du sauber gemacht hast. Das habe ich schon gesagt, Mensch. Stimmt doch gar nicht. Viertel nach warst du da und wolltest mich wieder mit deinen dämlichen Sprüchen vom Putzen abhalten. Ja, du stehst doch drauf, wenn man mal nett zu dir ist, mit dir flirtet. Sag mal, wovon träumst du denn eigentlich nachts? Das ist mir jedes Mal total unangenehm, wenn der Manni da ist und du deine blöden Sprüche loslässt. Wie zum Beispiel, hey, mein Sonnenschein, erhältst mir wieder meinen Tag. Kein Wunder, dass der Manni da eifersüchtig wird. Hat der Hund denn genau das an dem Abend des 26. Mai zu Ihnen gesagt? Irgend sowas in der Richtung. Genau merke ich mir doch das Gesappel von dem nicht. Na jedenfalls, Ende vom Lied. Manni war stinkesauer und hat sich gleich den Erwin gekrallt. Und ehrlich gesagt, diese ewige Zankerei zwischen den beiden, die geht mir dermaßen auf den Nerven. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich habe die nicht mehr beachtet. Ich war dabei, gerade zu putzen. Und auf einmal hörte ich Glas scheppern, Manni schrie. Aber ich konnte nicht sofort raus, weil ich gerade in dem Augenblick der dritten Fett gewechselt habe. Und als ich draußen war, die Hände frei hatte, ja, Manni lag da, Erwin war weg und die Polizei kam angerannt. Moment, Moment, halt stehen bleiben! Hey, gib mir sofort dein Geld, du Arsch! Lassen Sie den Mann in Ruhe! Was soll denn dieser Kram hier? Sie sagen mir jetzt mal sofort Ihren Namen, hallo. Und was das Ganze hier soll? Mein Name ist Olaf Zirsch. Ich bin der Chef von der Gerda am Imbiss. Und der Manni, der schuldet mir einen Haufen Geld, 1000 Euro. Und deswegen stürmt sie einfach rein und machen Zeugen an, oder was? Ja, weil er mich immer wieder vertröstet, seit Wochen schon. Aber jetzt, Entschuldigung, Ihre Geldsorgen interessieren mich jetzt hier während einer Gerichtsverhandlung überhaupt nicht. Ich will dir was sagen, der Manni, der hat Geld und zwar nicht zu knapp. Oder was war mit 3 Wochen Karibik, ha? Moment, Herr Zirsch, was wissen Sie über die Karibik? Ja, nur das, was mir die maskierte Frau eben an meinem Imbiss erzählt hat. Was von der maskierte Frau denn? Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Sie kam zu mir an den Imbiss und die sucht nach Manni und Axel mit solchen Fotos hier. Und hat mich gefragt, ja, ob ich die beiden darauf erkenne. Fotos doch bitte schön mal. Ein Foto haben Sie da, ha? Schauen wir uns das mal an, Frau Schahn. Sie hatte auch eins. Ja. Geht der Beschluss, das Foto wird in den Augenschein genommen. Das ist der Herr Meinusch und das nebendran? Das ist sein Bruder Axel. Das sind Stammkunden bei mir am Imbiss. Ja, und was hat diese maskierte Frau noch gesagt? Die hat gesagt, dass das Foto irgendwo in einem Club in der Karibik aufgenommen wurde. Keine Ahnung, Tropical irgendwie. Und sie hat mich gefragt, ob ich die beiden erkenne und ob ich weiß, wo die gerade sind. Und ich habe ihr dann gesagt, dass sie jetzt gerade am Gericht sind. Und wo ist diese maskierte Frau jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich da nicht weiter darum gekümmert. Ich war so sauer und dann... Mich interessiert das alles gar nicht. Mich interessieren nur meine 1000 Euro. Herr Meinusch, kommen Sie doch mal bitte nach vorn. Schauen Sie sich mal das Foto an. Ich belehre Sie weiterhin, dass Sie die Wahrheit sagen müssen, aber sich selbst nicht belasten. 55 StPO. Sind Sie das auf dem Foto? Interessant. Da will ich auch mal sehen. Das ist eine Fälschung. Das ist der doch gar nicht. Genau. Das ist Beschiss, ist das. Wie meinen Sie denn das? Hast du da wieder irgendwas zusammengeschnitzelt oder was? Was denn? Wie meinen Sie denn das? Warum soll das eine Fälschung sein? Das ist doch garantiert wie ein Ablenkungsmanöver. Ich war noch nie in der Karibik gewesen. Also kann das doch nicht echt sein. Das ist der Beweis, dass Sie wirklich in dubiose Geschäfte verwickelt sind. So ist es. Gut, bringt uns aber im Moment sowieso alles nicht weiter. Lassen Sie das bitte schön mal da, das Bild, ja, Herr Zirsch. Okay. Würden Sie sich vielleicht draußen bereithalten? Es kann durchaus sein, dass ich Sie auch noch als Zeugen hier brauche. Okay, gerne. Gut, aber Ihre Schulden jedenfalls, das ist klar. Die werden Sie zum Moment hier im Sitzungssaal nicht eintreiben können. Alle anderen nehmen bitte schön wieder Platz. Dreh dich jetzt nicht zu mir. Hä? Bitte dreh dich jetzt wieder weg. Es soll keiner mitbekommen, dass wir miteinander reden. Was? Dreh dich bitte weg. Ich möchte einfach nur reden und hör mir bitte einfach nur zu, okay? Du hast ja doch wohl nicht mehr alle um den Baum. Bitte bleib sitzen. Ich möchte dir helfen. Ja, warum denn mir? Wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben alle die gleiche Situation. Du, ich und dein Bruder. Hier, bist du das? Du und dein Bruder? Woher? Ich sag nur Stichwort, ja? Tropical Breeze. Was? Ich war auch in der Karibik und ich kann dir sagen, mein Trip war die Hölle auf Erden. Und euch ging's mit Sicherheit auch so. Was soll das Ganze jetzt? Wir müssen was unternehmen, bitte.
Was heißt denn hier, wir müssen was unternehmen? Ich alleine kann nicht zur Polizei gehen. Man glaubt mir doch nicht. Gemeinsam sind wir stark. Bitte hilf mir. Frau Meinusch, haben Sie denn gar keine Angst um Ihren Mann? Nö. Ich wüsste nicht, warum ich um den Angst haben sollte. Weil Erwin Pogundke, mein Mandant, Ihren Mann nicht so zugerichtet hat. Ach, Blödsinn. Der Erwin hatte Manni zusammengeschlagen, sonst niemand. Sie beide sind doch da in etwas verwickelt, was Ihnen über den Kopf wächst. Und seit ich weiß, dass es da irgendwie eine maskierte Frau gibt, die nach den zwei Brüdern sucht, bin ich davon umso mehr überzeugt. Der Erwin hat die Manni zusammengeschlagen. Der Manni war noch nie im Urlaub und schon gar nicht in der Karibik. Und ich wüsste auch nicht, warum ich Angst um den haben sollte. Jetzt reicht's aber langsam. Naja, wann es reicht, das werden wir Ihnen sagen. Hat denn noch jemand Fragen an die Frau Meinusch? Keine Fragen, Meinusch, dann nehmen Sie bitte hin Platz, Sie bleiben unvereidigt, auch Ihr Mann. Der Herr Meinusch bleibt unvereidigt. Axel Meinusch, bitte. Herr Meinusch? Niemand da, Herr Vorsitzender. Was? Das kann nicht sein. Wieso nicht? Weil ich bin zusammen mit Axel hierher gekommen. Der muss da draußen irgendwo sein. Sie wirken jetzt reichlich nervös plötzlich, Herr Meinusch. Ja, ich mache mir halt Sorgen. Dass jemand Ihrem Bruder was angetan haben könnte? Nein, Axel ist, hat Krankheit, der ist, hat Herzprobleme und Sie stoppen, ich habe Angst, ja, dass der irgendwo draußen umgefallen ist oder so. Gut, also ich würde sagen, dann geht folgender Beschluss. Der Hauptverhandlung wird für 30 Minuten unterbrochen. Bis dahin müsste festzustellen sein, ob Ihr Bruder irgendwo überhaupt anwesend ist und ob er aussagefähig ist. Ja. Herr Sledow, können Sie sich mal darum kümmern vielleicht und schauen, ob Sie ihn irgendwo finden? Ich kümmere mich gleich drum. Ja? Ja? Entschuldigung, ich möchte gern zu Herrn Richter Holt. Tut mir leid, Herr Holt ist gerade in einer Verhandlung. Wie lange dauert die noch? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Um was geht's denn? Es ist ganz wichtig und wirklich auch sehr dringend. Und das kann ich ihm nur persönlich erklären. Warum tragen Sie denn diese Brille und diese Perücke? Es ist einfach zu gefährlich, ich darf nicht erkannt werden. Aber vertrauen Sie mir, hier brauchen Sie wirklich keine Angst zu haben. Hier sind Sie sicher. Das sagen Sie so einfach. Das sage ich nicht nur so, das ist so, wirklich. Sie brauchen keine Angst zu haben. Hier sind nur wir beide. Okay. Wenn Sie mit dem Richter was Dringendes besprechen wollen, dann müssen Sie wirklich diese Perücke und diese Brille abnehmen. Sonst kann ich nichts für Sie tun, wirklich. Und Ihre Personalien bräuchte ich bitte auch. Okay, mein Name ist Karin Danner. Ah, Herr Holt, gut, dass Sie kommen. Ich muss ganz dringend mit Ihnen reden. Ich habe versucht, diese Dame zurückzuhalten, aber es ist ganz dringend. Es ist wirklich ganz wichtig, dass... Ich bin gerade mitten in der Hauptverhandlung. Wir haben nur ganz kurz unterbrochen. Vielleicht warten Sie einfach hier, bis die Verhandlung vorbei ist. Dann kann ich mir richtig Zeit für Sie nehmen. Das geht nicht. Geht es in der Verhandlung vielleicht um Axel und Manni Meinusch? Ja, schon, klar. Ich kann Ihnen dazu etwas sagen. Es geht doch um die Schlägerei an der Imbissstube, oder? Ja, richtig. Und was können Sie dazu sagen? Was wissen Sie dazu? Das kann ich Ihnen hier jetzt auch nicht erklären. Dazu müsste ich Sie unter vier Augen sprechen. Die ganze Sache ist so verzwickt. Na gut, kommen Sie mal mit. Kommen Sie mit in mein Büro. Hiermit setze ich die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Erwin Pogundke wegen schwerer Körperverletzung fort. Zunächst mal dazu, wieso der Zeuge Axel Meinusch vorher nicht zu seiner Aussage erschienen ist. Aber mein Bruder. Jetzt beruhigen Sie sich doch bitte schön, ja, erstmal. Wenn Sie mich ausreden lassen, erfahren Sie alles. Ja? Der Herr Sedow hat ja während der Unterbrechung das ganze Gerichtsgebäude abgesucht, oder? Ja, ich war unter anderem auch in der Tiefgarage. Da habe ich Ihren Bruder dann gefunden. Also bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Der sollte von einem Mann entführt Was? Werden. Ja klar, aber ich habe das dann in den Griff gekriegt und habe ihn noch aus der Situation befreien können. Wo ist Axel denn jetzt? Ja, er hat bei der ganzen Geschichte eine Platzwunde abbekommen. Die wird zurzeit beim Arzt genäht. Aber machen Sie sich keine Sorgen, sonst geht's ihm gut. Sagen Sie mal, Ihrer Reaktion nachzuurteilen, galten Ihre Sorgen vorhin aber nicht dem Herz Ihres Bruders, oder? Doch, doch. Herr Sedow, haben Sie den Menschen, der da den Herrn Meinusch entführen wollte, festnehmen können? Also leider nein, der ist mir entwischt. Ich habe mich dann auch gleich um Herrn Meinusch gekümmert. Aber ich kenne den Mann. Also ja, ich habe ihn vorhin auch hier in der Verhandlung gesehen. Da ist er gerade bei der Aussage von der Frau Meinusch, hat er also fluchtartig den Saal verlassen. Das war das eine, aber ich kenne ihn auch aus einer anderen Geschichte her. Und zwar war das eine Verhandlung gegen ihn wegen Körperverletzung. Und das hatte ich noch in Erinnerung. Und ich habe die Personenbeschreibung und den Namen der Polizei gegeben. Also die Fahndung läuft schon. Der mutmaßliche Entführer heißt Benno Roland. Klingelt es da bei Ihnen, Herr Meinusch? Nein, noch nie gehört. Aha.
Ich habe jedenfalls die Unterbrechung genutzt und mit dem Drogendezernat telefoniert. Und dieser Benno Ruland steht wohl schon seit langem im Verdacht, mit Jürgen Litwin, Szenename der Hai, in Verbindung zu stehen. Und die Drogenfahnder sind schon seit geraumer Zeit hinter den beiden hinterher, weil sie schon seit längerem unter dem Verdacht stehen, in großem Stile Drogen zu schmuggeln. Herr Meinusch, kann es sein, dass Ihr Bruder wegen Drogengeschichten in Gefahr ist? Nein. Kann es sein, dass Sie mit irgendjemandem Stress haben wegen irgendwelcher Drogengeschichten, sodass derjenige Grund gehabt haben könnte, Sie zu vermöbeln? Hä? Nein, absolut nicht. Wie Sie wollen. Gut. Dann bleiben Sie weiterhin unvereidigt. Ja, ich rufe jetzt mal die nächste Zeugin an. Karin Danner, bitteschön. Sie wissen ja, die Zeugin hat sich während der Unterbrechung bei mir gemeldet. Ja. Mhm.